Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück zu unserer ultra-mega-krassen Vollgas-Koop-Meisterschaft. Zusammen mit dem Philipp, mit dem Simi, mit dem Tobi, mit dem Swaggy, mit dem Justin und mir. So, schön. Moin. Hallo. War toll, ne? War ganz, also das ist ja jetzt wenn hier wenn du jetzt noch die drei wundervoll Teams jeweils zuordnen könntest. Die drei perfekt Teams, ja. Caterham, Benetton und John. Was? So, ich gehe auf Hertha. Was? Ja, das habe ich jetzt. China, ja, ist, nee. China ist Reifenmord. Ja, ich habe es mir davor eigentlich auch schon überlegt, Philipp, aber dann dachte ich mir, nee. Philipp, ich sag nur unser Korb, ja. Ich war nach 2 Runden mit dem Supersoft in der Box. Ja, du, ich war nach 4 Runden. Ah, und mein Spiel ist mal wieder weg. Oh, nein, Leon. Nicht. Warum, Leon? Nein, das du kannst ja wieder nachschauen. Ja, eben. So, und dann haben wir wieder einen verzögerten Start. Ja, ja, aber da kommt wieder Spannung auf. Wie letztes da kann ich an euch allen vorbeiziehen. Schön. Gut, einer wird sich nachher mächtig aufregen, ich sehe es schon kommen. Wer denn? Ja, wer abgeschossen wird von der KI wahrscheinlich oder so, wenn die wieder früher losfahren darf. So, wir sind heute in Asien. Hä? Ja, also, genau, wir fahren in China. Erstmal Wetter gucken. Ja, erstmal Fenster zu. Langweilig! Leon! Wie ist das Wetter? Sehr gut. Ja, Sonic und sehr gut. In Russland wird's eh regnen. Alles trocken. Ich bin heute auch übrigens ohne Lini unterwegs an die F1 Pro League. Jawohl, Applaus. So. Aber wir wollen es hier wissen, kommen. Wir wollen es hier wissen, competitive halten. Genau. Ich war zu gut für die Boys hier. Zu gut. Boah, das ist so hexig ausgemacht. 13 Runden hat der Supersoft. 23 ja, ist gut, durch 2. Okay. Durch 2. Ja, eben. Okay, wie viele Runden fahren wir? Da kommen wir doch schon hin. 26, 26 so? Ja, so um den Dreh. Gut, dann machen wir so 6 Stops. Trockenes Rennen übrigens. 6, Alter. Statt Bottas draußen, in der Mario, Simic. Bin wir beim Setup. Simic, Simic K. Nee, Simic. Simic. Scheiße. Mach mal so. Genauso wie der DT-Mant. Ach, und falsche Reifen. So, wen haben wir noch hier? Und Swig ist auch schon draußen, ja, Wahnsinn. Was macht denn dein Teamkollege? Ja, ist er schon draußen? Ja, der fährt gerade so raus. Aha. Bei mir sind auch... Stopp. Irgendwie ist es immer so, Leon. Du fährst nach mir raus, aber bist dann genau vor mir wieder drin, dass ich wieder warten darf. Also ja, klar. Irgendwie machst du das clever. Ja, du bist halt viel zu langsam. Oh, halt die Fresse. Das ist gemein. Ach, das hält sich im Ganzen. Wir sind Teamkollegen, ey, und du machst mich jetzt hier so runter. Du solltest eigentlich sagen, dass ich der zweitbeste Fahrer hier bin. Das wäre noch ja, du bist der zweitbeste, genau. Der zweitbeste. Genau. Du bist der zweitbeste Ferrari-Fahrer. Das wäre noch... Ey, die kann man so nicht recht machen, Junge. Nee, kann man noch nicht. Gut. Scheiße, das Setup ist sowas von kacke, ey. Ja, ich kann dich hier nur auf ein Video verweisen von so einem icegames.de, der hat nämlich da so eins gemacht, ne, mit den ganzen Setups und wir können das hier mal, aber ja, ja, ich auch. Egal. Echt? Oh, ja, 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 aber auch. Ah, ja. Oder spart euch einfach das und geht zu TL Limitless. Ja, die hab ich auch alle genommen. Der hat dazu nur noch... Typ ist auch krank. Der hat dazu nur noch eine Hotlap hochgeladen und fährt hier sich Monsterzeiten. Der kann's ja auch. Weißt du, das mit Controller, da bricht nix aus. Ohne Verhalten, nix. Da bricht nix aus. Wie kann der mit Controller so ein Gefühl haben? Das verstehe ich aber auch nicht. Weißt du, ich hab schon mit Lenkerproblemen manchmal, aber da bricht ja wirklich nix aus. In China mag ich glaube keiner. Nee. Das geht nee sogar. Also, da gefällt mir Russland besser. In der Rennen hatte ich 2 Durchfahrtsstrafen. Warte mit. Habt ihr mit dem nächsten Simple Award eingesackt, ne, Simi? Mhm. Simi redet nicht mit mir? Ne, Simi redet heute irgendwie nicht. Alle konzentriert hier. Er hat alles am Freitag verpulvert. Oder Simi ist einfach immer noch gemutet auf TS. Das kann natürlich genauso sein. Nein. Weiß ich nicht, vorhin war das. Seid ihr jetzt alle erstmal auf Soft rausgefahren oder Supersoft? Den spare ich mir fürs Rennen lieber, ey. Nee, Supersoft. Na, wir kommen da hinten an. Der Simic.
KI ist, glaube ich, im letzten Sektor hier stark, oder? Ich? Ja, die KI. Pandora, was ist denn los? Sein. Swaggy, bist du auf noch einer schnellen? Ja, ich war die ganze Zeit schnell. Aber geht ja nichts zu fahren, sag ich mal. Oder, Philipp? Was? Ich bin eine Sekunde hinter den Pandoren. Ich meine, es geht hier zu fahren. Ja, bitte nicht. Ja, natürlich. Ja, ich lass mich mal vorbei. Ja, ja, wie sind deine Flügeleinstellungen? Der weiß Pandoren ich gar nicht. Zeig dir gleich. Ja. Wo hat der die Zeit hergeholt? Freu mich auch, der Box. Mit dem Motor wahrscheinlich nicht. Ich bin 2 Sekunden dahinter. Ich bin da 1.36.9 gefahren. Ups. War er vor mir? War jetzt hinter der Bottas. Ah, fuck. Aber die Reifen, meine Fresse, ne. Alter, warum sind meine Reifen? Alles klar. Heute ein bisschen ruhiger hier alle, es ist Seltenheit. Sehr konzentriert, ja. China ist einfach eine Strecke, wo man wirklich keine Fehler erlauben darf. Davon auf keiner Strecke, aber. Weil hier muss die erste Runde wirklich sitzen, weil der Reifen. Alter. Oh, Leon! Der Reifen ist gefahren. Tot. 1.36.7. Okay, also knapp hinter Bottas. Knapp hinter Bottas, glaube ich, ja. Alter, was hat denn der Van Dorn geraucht, Alter? Das frage ich mich auch. Hat der irgendwie was gemacht? Weil das keine ist so Ahnung. Hat der Windschatten gehabt? Aber das nicht die Sekunde! Nee, Sekunde nicht. Alter, meine Reifen. Bei einer halbe, glaube ich, könntest du das schon holen. Ich bin jetzt 2 Stellen Runden gefahren. Alter, 21% vorne links. Mal 1,2, ich guck jetzt mal kurz auf den Zeitmonitor. Also ich bin jetzt 6. und ich finde meine Runde auch nicht so kacke eigentlich. Ich fand meine Runde auch nicht so kacke und bin 4. Ja, da, die legen aber noch. Wie weit bin ich denn hinter Bottas? Hallo Philipp. Der Toro Rosso ist gut. Philipp, bist du gerade in der Box, ne? Du schaust die Zeiten an. Ich schaue mir gerade mal die Zeit an, weil der Van Dorn, das ist so untypisch. Wie weit bin ich hinter dem Bottas gewesen? So, warte, die ziehen mir gerade wieder die Reifen auf. Mhm. Warte. Also ich komme gar nicht auf die Strecke klar, also bei mir. Ich fahre eine 1.38, ey. 26.4, 26.8, ich verliere schon mal 13 im ersten Sektor. 28.8. 29. So. Ach, ich muss ich mal gucken, was ich hier machen kann. Was fährt hier der Van Dorn? 40-4. Jo, Van Dorn! Erster Sektor und der 14. raus! Ich verliere im letzten Sektor eine Sekunde. Was hat denn der geraucht, der Van Dorn, ey? Der hat Windschatten gehabt, kannst du mir nicht sagen. Der Bottas fährt eine 40-9 im dritten Sektor. Ja, beim ersten Sektor 14. Ja, und im Schluss 5. Der hackt doch, Alter. Ja, wir werden es ja im Rennen sehen. Der dem Mod drin hat. Lass mich raten, mager. Mager. Ja, das stimmt wirklich mager. Und auf den Garn stand er. Kacke. Ich glaube, ich fahre nochmal ganz kurz auf den Soft raus und versuche was. Den Super Soft will ich mir echt für den letzten Run sparen. Leon, du kommst rein gerade, ja, ne? Ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die reale Formel 1 hier mit Ultrasoft in der Runde fährt. Aber es ist schon komisch, warum der Van Dorn auf einmal so schnell? Das ist wirklich abnormal. Das ist abnormal, ey. Das ist schon fast eine Legendenzeit, ey. Na Philipp, fährst du nochmal raus später? Legende. Ja, Ultimate-Zeit, meine ich. Ja, ich fahr nochmal raus. Okay. Ich muss ja Leon attackieren. Oh, Sim. Da keinen attackieren. Oh, Simi hat erstmal... Jimmy und ich haben erstmal John King aufgehalten. Okay, jetzt mal ich mal den Van Dorn. Ich muss mir das auch mal anschauen. Helmut hat eine 26.6 im ersten Sektor.
Alter, der leckt ganz gut rum bei mir. Was ist denn heute los? Ciao, Justin. Tschüssi. Alter, was macht der Hamilton bei mir? Ich hab Benzin mitgenommen. Alter, was der für 6er Zeiten hat. Eine Sekunde. Oh mein Gott, wie knapp, ey. 4000stel hinter Bottas. Okay, ich fahr nochmal raus. Da hat jemand Blut geleckt. Ey, komm, 4000stel, das ist ja nix. Und ich weiß ganz genau, wo ich die liegen hab lassen. Da hab ich 2/10 wahrscheinlich liegen, das ist ein mindestens. Ich halt jetzt auch nochmal meine Fresse. Konzentriere mich jetzt gleich. Also jetzt was ist denn mit dir, Justin? Ja, wie? Was? Du bist was ruhig? Ja, komm auch mal vor, ne? Ja! Wie sieht's ich hasse China. Lüge. Wie sieht's bei Team Force India aus mit so mal Plätzen? Ja. Wo bist du? 36 der Hamilton gefahren. Also die Van Dornzeit ist untypisch. Ah, Philipp, der Ricardo war gerade schneller als du. Ja, habe ich gesehen gerade. Van Dorn hat. Oh ja, oh, Hamilton also, auch noch da vorne. Ach du also Kacke. Van Dorn hat die Pole, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ey, wenn er nicht mal Mercedes reinkommt. Alonso ist ganz noch langsam. Hier die beiden Force India. Was macht denn der? Alonso ist ganz langsam. Ja, der fährt im ersten Gang hier rum. What the fuck, der Hamilton? Schau mal. Der Hamilton ist gerade durch zwei Autos durchgeghostet. Erstmal, okay. Wo ist denn der Alonso? Jetzt ist der Alonso wieder schnell. Hä? Da. Ja, aber wobbelt auch rum. Alter. Irgendwas hat doch McLaren heute geschluckt, das gibt's ja nicht. Schau mal, auch Alonso 6. Alles nee. Richtig gemacht jetzt. Ah ne, WM-Station, 10. Sorry, ist mein Fehler. 10. Falsche also, Zahlung. Also, okay, mit ja. Der Van Dorn war nicht in Ordnung, ihr kannst mir nicht erzählen. So, da wollen wir hier den Justin mal zugucken. Macht das, ne? Unter Druck setzen. Oh ja, stimmt. Danke. Ja, da unser Teamkollege. Wieder mal auf deinen Reifenverschleiß gespannt, Leon hier. Der war super. Ich hatte 9 vorne links und den Rest 8%. Und Justin, dein Auto wobbelt aber irgendwie auch rum bei mir. Bei mir nicht. Ein bisschen, aber nicht viel. Also ja. Bei Hamilton war extremer. Ja, klar. Nee, du darfst nicht mehr hinterher joinen. Okay. Warum stürzt das Spiel? Sag das mal im Spiel. Warum stürzt das Spiel bei dir ab? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist die Grafikkarte für den Augenblick zu heiß bei dem Ladescreen. Boah, mir ist vor allen Dingen wirklich alles frei. Ich bin perfekt rausgefahren, ey. Ja, aber den Hamilton und den Bottas können wir schlagen wieder im Rennen. Also es ist jetzt nicht so, dass das die ja Kilometer sein. Weit weg sind. Ich hab viel zu viel Sprit mit, das ist das Problem, ey. Ich auch. Da so, wo ist denn meine geliebte Swaggy hier? Ja. Ja. Ich war auf dem Soft eigentlich schneller, hab dann irgendwie bei der Hane was verloren. Boah. Im letzten Sektor. Also wenn's heute leckt, ne, dann weiß ich, woran es liegt. Wenn's im Rennen leckt, ey, da schrei ich. Ja. Boah, weil, ja. Wenn ich das hier schon sehe und du beim schönen Zuschauen Ausgang bist eigentlich. Schon schlecht. Jawohl, Achter. Ja, immerhin. Ne. Eine Runde fast wie noch, dann wenn ich schlecht würde. Bewege ich auch mal meinen Hintern nochmal auf die Strecke langsam. Reifen passen. Setup also bei mir passt. Hat die Swaggy fast vollständig verbremst. Ach ja, Justin fährt also übrigens 4 Flügel. Ja, ich auch. Das habe ich auch nochmal umgestellt. Ich muss schnell raus. Okay. Vorne kannst du ja umstellen. Das ist komisch im Qualifying. Und hinten war schon 4. Mal hier den neuen Supersoft her. Denke 37,3, war die jetzt mal am Limit? Ja, also ich lasse es aus. Philipp, fährst du nochmal raus? Ja. 11. bin ich. Ich hab keinen jetzt Bock, auch noch mal. Ich hab keinen Bock damit, was? Den Verkehr zu starten. Ich hab jetzt zu viel Benzin mitgenommen, war nicht weg. Ich war auf dem Soft gerade nochmal schneller und der Soft ist wie langsamer als der Supersoft? 3,5 Zehntel, glaube ich. Was, so wenig? Okay. Ah, Tobi! Moin. Ich bin nur 12. Ich bin 6. Ich bloß auf den Reifen jetzt aufpassen, Alter. Ach du Scheiße, wo ich denn 9%. Moin. Wo bist du denn oh hin? Oh Gott. Also was machst du da vorne? Ich hab kurz meinen Sandkasten benutzt. Versucht.
Gelb. Ah, da fährt ja, ich weil ich langsam fahre. Alter, ist der langsam. Nur eine Runde versuche ich nochmal hier. Scheiße, komplett falsch rausgefahren. Meine Fresse. Auch schön, wieder mal schalten zu können. Ich bin mal gespannt, was der Van Dorn an dem Rennen reißt. Was machen wir jetzt? Philipp fährst du noch langsam, weil Leon fährst auch langsam. Leon fährst auch ganz schön langsam. Ja klar, Reifen schon, Benzin fährt verbrennen. Leon gleich eine Schnelle oder fährst du in die Box? Ich fahre Schnelle. Also gleich, dann nach der. Also ich noch mehr Abstand. Ich fahr vorbei. Weil ich muss die Reifen noch auf Temperatur kriegen. Leon, fahr mal ein bisschen schneller auf der Geraden. Naja. Überhol ich dich gleich. Nee, ich fahr schon, keine Sorge. Ich habe nur Schiss, dass ich etwas zu wenig Benzin habe. Wie viel hast du noch? 1,96. Reicht für zwei schnelle Runden. Naja, für eine. Auf mager. Fahr nicht auf mager. Ja, das macht das Swaggy immer. Ja, am Anfang habe ich ein bisschen einzufahren. Jetzt bin ich die Runde heute mal fett. Oh nein, wie viel fährt denn da vorne raus? Ach du Scheiße. Ich bin direkt davor rausgekommen. Oder? Der Palmer fährt mir im Weg. Philipp, verdammte Installation Lab. Alter. Ne, für die habe ich keinen Sprit mehr selber. Alter! Ich hab Pech gehabt. Ja, ich hab auch. Der Van Dorn nochmal, klar. Lol. Bei den Skimpers nicht. In China, ey. So, lieber Pascal, beweg deinen Arsch da vorne mal ein bisschen. Wer ist damals auch mal verbessert? Ach je. Yeah. Oder hast du dich auch mal ganz leicht verbessert? Noch bin ich 10. Platz, kann ich nicht einen Platz abrutschen, ey? Boah, Pascal, beweg deinen Arsch. What the fuck, du Sack! Was ist da passiert? Oh. Ich sehe nur Leon gerade außerhalb stehen. So ein Wichser. Alter, bewegt sich irgendwie so hin und her, fährt Schlangenlinien, weil er nicht weiß wohin, weil er langsam ist. Oh, toll, danke. Das war's mit den Reifen, das war's mit der schönen Runde. War weitaus besser als die erste. Toll. Noch eine schaffe ich hier nicht mit dem Benzin. Okay, gut. Bitte 36,8 gefahren. Philipp, konntest du dich verbessern? Fünfter bin ich. Gar nicht. Ich musste auch durch das halbe Feld arbeiten. Also ich... Scheiße, Alter. Van Dorn, der fährt... Alter, der fährt 1,5 Sekunden schneller. Das kann eigentlich nicht angehen. Oh, ruhig, ja. Geile Zeit. Oh, die Runde war gut. 36,8. Oh Mann, der Wehrlein, er ist auch ein Spaß. Ich kann ja eh nicht leiden, ne? So, ärgerlich. Oh. Das war's wohl. 10. Platz, glaube ich, habe ich safe. Wer hat noch wer? Ja, ich. Ich würde eigentlich gerne zuschauen, aber das Spiel lässt mich nicht. Ich glaube, Simi fährt noch. Ich darf noch zugehen. Ja, Simi fährt auch noch. Wir sind Softies.
Ja, natürlich, Benzin geht aus. Oh, auf den letzten Metern, scheiße. Und dann haben wir noch einen Simic. Pony, du wärst schneller gewesen, ne? Ja. Wie viel schneller, Philipp? Oh, kacke. Oh, 3/10. Oh, nee. Was bist du? Irgendwas hat das Spiel heute gegen uns. 36, 6, 7. Irgendwas mit 6 oder 7 am Ende. Stark. Nee, oder? Ich will nicht sagen, dass du jetzt frische Reifen benutzen darfst, aber gut, bist du eh aus. Nee, außer Top 10, also rückt mich nicht. Ja. Aber dann ist es eh egal. Ich hatte auf der Skat noch 1,3 Runden Benzin und fahre auf Fett durch, das reicht nicht. Naja. Ist bitter. Auf einmal sagt Sef, der Tank ist leer. Ich guck dann so 0,09, okay, danke. Und ab 0,05 wird der Hahn in den Hahn zugedreht. Hey, ist doch wer draußen? Ich kann keinem mehr zusehen. Tobi. Ja, ich geb auf. Tobi, ach, schade. Vor mir. Oh, das wird eine lustige erste aber was macht der Van Dorn, ey? Ich hab halt die Reifen... Ich hab halt die Reifen komplett gechont. Gechont. Ja? Getont. Ich höre dich doppelt im Spiel. Ich hab außersehen alle zwei Stunden zu schalten. Kannst du irgendwie... Okay. Oh, kann ich Leon, ey. 600. Ja, sagt nix, ey. Ich war ja noch auf einer zweiten Runde. Da war ich eigentlich um einiges schneller. Also ich hätte die Hamilton hätte ich locker noch geholt. Alter, ich hätte Dritter werden können, ey. Naja. Also, okay, Van Dorn, was ist der Alonso gefahren? 35,3 ist der Van Dorn und der Alonso eine 37,8. Er ist abnormal. Da stimmt was nicht. Ja, keine Ahnung, was der... Zwei haben wir auf der 9, Semi haben wir auf der 15. Wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Und Justin wird auf McLaren hoffentlich langsamer. Yes! Ja, wird cool. 4 Leute in den Top 10, wenn ich das richtig sehe. Jo. Freue mich aufs Rennen. Ihr hoffentlich auch. Das seht ihr morgen 14 Uhr auf den ganzen Kanälen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.